Süßen. Und da sind wir auch. Ja, kleines Intro. Bei mir herrscht momentan wieder das totale Chaos, weil in dieser Woche wieder mal, wie allzu oft, nichts so geklappt hat wie gedacht, beziehungsweise es hat schon alles geklappt schlussendlich. Aber es war eine aufregende Woche mit vielen zeitlichen Verzögerungen, die dazu geführt haben, dass ich ein paar Sachen jetzt noch kurz vor Beginn des Artstreams dringend fertig machen musste. In aller Kürze, als ich letztens im Haus meiner Mutter war, ist dort die Heizung ausgefallen. Das heißt, da weil nächste Woche mein Bruder kommt, muss ich halt dann am Montag rausfahren und den größten Teil des Tages dort zubringen, damit die Heizung halt wieder funktioniert. Das war das eine, deswegen habe ich am Montag nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich schaffen wollte. Und dann galt es, ganz viele Texte fertig zu schreiben, weil ich nämlich Deadline hatte für ein PDF-Produkt, was kommt, wo ich ein paar Texte und natürlich auch wieder Illustrationen beisteuere. Illustrationen fange ich dann die nächsten Tage an. Hatte jetzt aber erstmal ein bisschen neues Equipment zu schreiben. Da kam mir dann am Dienstag der Release von CTRL-Issues, also dem Roman von Catalyst, der teilweise, ja, eigentlich vollständig in Deutschland spielt. Runner-Gruppe reist von Seattle nach Berlin, von Berlin nach Leipzig, macht dort Abenteuer. Ich habe nichts vorher gewusst, es ist nichts abgesprochen worden. Und natürlich, ich will nicht sagen, klingelten bei mir die Drähte heiß, aber es gab viel Anfragen bei mir, natürlich, ob ich was davon weiß, ob ich dieses und jenes gesehen habe und gelesen habe und hast nicht gesehen. Und ja, schlussendlich musste ich dann, also weil sich irgendwie keiner traute, das Buch runterzuladen, alle hatten nur die Leseprobe gelesen, habe ich mich dann am Dienstag dazu entschlossen, das Buch runterzuladen und wirklich in Höchstgeschwindigkeit zu lesen. 297 Seiten, also es war wirklich mehr so ein Skimmen, immer gucken, wo ist eine neue Location, wo wird irgendwas benannt, insbesondere bei den Teilen, die halt in Berlin spielen. Kann für alle Besorgten, die denken, dass das wieder so ein Machwerk ist, wo die Amerikaner, ich sag mal, querbeet durchs deutsche Material gehen und nicht gerade respektvoll damit umgehen, da kann ich volle Entwarnung geben. Also der Autor hat das auch ohne Schützenhilfe vom deutschen Team sehr, sehr gut gemacht. Es gibt keine kompletten Sprachausfälle, was man ja auch bei größeren Unternehmen, hallo Activision, immer mal sehr gerne hat, dass da dann die deutsche Sprache wirklich kaum noch wiederzuerkennen ist. Es gibt den üblichen typisch amerikanische Präferenz für, ich sag mal, Worte und Namen, die wir Deutschen eher nicht verwenden würden, also Charaktere und Orte wie Stockhausen, Niedersteindorf oder weiß der Geier sowas in der Art und noch ein paar andere Sachen und natürlich eine Präferenz für Burgen und alles, was alte Welt ist und die alte Magie hier ist viel, bla bla bla. Gut. Alles zur Seite. Also es gibt keinen Grund, das Buch zu hassen. Um es letztlich bewerten zu können, habe ich es halt wirklich nicht intensiv genug gelesen. Aber was ich an Schnipseln beim schnellen Durchblättern gelesen habe, war das eigentlich alles ziemlich okay. Also muss ich einfach so sagen. Wenn ich das Buch gelesen hätte, nehme ich an, dass es ganz okay gewesen wäre. Der Plot ist okay. Das Ganze hängt mit dem Kashibi-Code zusammen, den ich auch noch nicht gelesen habe. Deswegen kann ich nicht schlussendlich sagen, ob es da dann Widersprüche gibt. Aber es ist zumindest die Charaktere, so wie sie halt aufgetaucht sind, machten einen ganz netten Eindruck. Es gab einen deutschen Troll, der das Team verstärkte, namens Gute Fee. Die kam mir insgesamt recht rund vor. Es gab natürlich wieder einen Charakter namens Faust, aber der kommt aus Seattle, der kann nichts dafür. Es gab ein paar interessante Feuergefechte, es gab eine interessante Begegnung mit europäischen Gargülen in der Nähe von Leipzig. Es gab auch einen Fight, einen großen, mit diesen Gargülen, also von externen Kräften. Das las ich alles sehr spannend von den wenigen Ausschnitten, die ich gelesen habe. Die schlussendlichen Plotwendungen, ich habe die letzten Seiten natürlich wieder intensiver gelesen, weil es da so ein bisschen um die Auflösung geht. Da habe ich die Zusammenhänge nicht ganz verstanden, natürlich. Aber auch das kam mir okay vor und große Effekte, die ich jetzt befürchtet habe, dass irgendwie, keine Ahnung, halb Berlin zerlegt wird oder Leipzig gesprengt oder weiß der Geier was, kam da drin nicht vor. Insgesamt
schien mir das alles ziemlich solide zu sein. Die Sprache war gut, das, also nicht nur die deutsche, sondern auch die englische Sprache war gut. Ich gehe nicht davon aus, dass der Roman übersetzt wird, da ja Pegasus inzwischen schon die Bremse getreten hat für eigene deutsche Romane. Ich habe aber keine pauschale Aussage dazu. Ich habe auch nicht danach gefragt. Also sollte was die Pläne von Pegasus für übersetzte Romane angeht, weiß ich nichts. Aber da sie ja auch in der letzten Zeit, soweit ich weiß, kaum Romane übersetzt haben, nehme ich an, dass das dann hier auch das Gleiche ist. Aber wie gesagt, er lässt sich gut lesen, auch sicherlich von Leuten, die des Englischen nicht so intensiv mächtig sind. Es ist ist keine einfache Sprache, aber es kam mir nicht übermäßig komplex von Satzkonstruktionen und so weiter vor. Das, wie gesagt, hat mich dann gestern ein paar Stunden gekostet. Und dann habe ich die Rechercheaufgaben bei der Entwicklung neuen Equipments ein bisschen unterschätzt. Das heißt, ich habe wirklich den größten Teil des Tages damit zugebracht, einerseits den heutigen aktuellen Stand neuer Waffentechnik in bestimmten Hinsichten zu recherchieren und auch, ob es da halt bei Shadowrun generell, da reden wir ja wie gesagt von 30 Jahren, oder eben speziell jetzt in den letzten Editionen, natürlich ganz speziell 6. Edition, aber auch 5. Edition, irgendwelche Regelnbasis gibt, auf die man zurückgreifen kann. Ich kann ganz kurz sagen, es geht einmal um eine Biodrohne und wir wissen ja, Biodrohnen haben wir jetzt in Shadowrun 6 noch nicht gehabt. Ja, allerdings, definitiv. Also was ich da recherchiert habe mit Drohnenabwehrwaffen und anderem Kram, da bin ich mit Sicherheit jetzt blacklisted wieder auf verschiedenen Sachen, aber gehört zum Job dazu. Nee, wie gesagt, da musste ich einiges recherchieren, um das Ganze halt sowohl realistisch zu halten, als auch eben nicht overpowered oder auch nicht underpowered. Und vor allem ohne halt in Grundregelmechaniken einzugreifen, die man halt erstmal einführen müsste. Jetzt beispielsweise bei den Biodrohnen haben wir in der ferneren Vergangenheit verschiedene Steuersysteme gehabt, die ich irgendwo hier auf einem Spickzettel Briefumschlag stehen habe. Ne, solche Sachen wie Cast, Sias, Traces und so weiter, also alles spezielle Cyber- bzw. Biodrohnen-Anpassungssysteme, die halt in der 6. Edition noch nicht erklärt wurden, die ich aber für die Biodrohne brauche, weil sie ohne das keinen Sinn macht. Also das hat mich wesentlich mehr Zeit gekostet. Heute war dann sozusagen meine interne späteste Abgabe für meine ganzen Texte, an denen habe ich jetzt den ganzen Tag gearbeitet. Und jetzt geht's Gott sei Dank endlich wieder um Bilder. Thema Bilder. Ich hatte auch noch eine Deadline jetzt direkt nach, eigentlich in den Winterferien, die hier in Berlin ja letzte Woche waren, die ich jetzt aber dann nach den Winterferien schnell fertiggestellt habe. Die schicke ich euch mal kurz als Sneak Peek sozusagen. Da geht es um das kommende Matrix-Buch. Und da habe ich einerseits für Catalyst diese Illustration gemacht, die sogenannte Well of Knowledge, also die Quelle des Wissens oder der Brunnen des Wissens. Und andererseits dann noch diese Illustration, die ich aber definitiv nochmal überarbeiten muss, weil der Hut sowas von falsch sitzt, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, dass mir das beim Malen nicht aufgefallen ist. Aber so ist es halt manchmal. Ich habe das ganze Bild Gott sei Dank noch in Ebenen. Das heißt, das Anpassen der entsprechenden Sachen wird jetzt nicht so katastrophal werden. Wie bei Catalyst übrig gab es ein sehr eng gefasstes Briefing, was darzustellen ist, also der Look des Deckers oder seiner Persona, was es ja eigentlich ist, ist gesetzt, das, worauf er surft, ist gesetzt, dass er überhaupt surft, ist gesetzt. Eigentlich war der Kanal ein bisschen anders beschrieben. Ich hoffe, dass das trotzdem durchgeht. Und bei der Well of Knowledge hätte ich den Decker eigentlich auch aufregender gerne gestaltet und vor allem mehr als Persona erkennbar, weil das ja auch eine Szene in der Matrix ist. Aber so sind die Vorgaben halt. So, ich habe hier nichts dran geändert, also speichern wir ohne. Jetzt geht's weiter mit den Elfen und bisher ist noch nirgends geteasert worden, dass das Matrix-Buch kommt. Doch, ist schon geteasert worden. Also habe ich schon mehr, sonst hätte ich es nicht gesagt. Mal abgesehen davon, dass es ohnehin vorhersehbar ist, weil es ist quasi das nächste in der Publikationsreihenfolge. Was dann noch fehlt, wenn ich es richtig habe, wäre eigentlich noch ein Critter-Buch. Ein aktualisiertes.
dann eben gegeben, in dem dann gegebenenfalls auch Biodrohnen drin sind. Was fehlt noch vom klassischen her? Rigger hatten wir, Waffen hatten wir. Es gibt noch noch mindestens ein Plotbuch, von dem ich weiß, dass es irgendwie kommt. Chrome, ja, aber so ein richtiges, hatten wir ein Chrome-Buch in der fünften? So ein richtig echtes mit geiler neuer Cybertech? Weiß ich nicht. Also nicht, dass ich jetzt befürchte, dass morgen die neue Edition ranrollt. Ich habe, das werde ich ja häufiger gefragt, ich habe tatsächlich von einer neuen Edition von einem Shadowrun 7 noch überhaupt nichts gehört. Das hatte ich allerdings auch kurz vor Release von der sechsten nicht. Insofern. Naja, Body Shop, stimmt. Body Shop hatten wir. Right. Okay, also es ist noch ein bisschen was im Produktzyklus drin. Und jetzt machen wir erstmal heute weiter bei Genesis. Und das heißt, wir machen weiter mit den Elfenmeter-Varianten. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir als nächstes die Nocturnen, also sprich die Dunkelelfen, auch wenn es natürlich keine Dunkelelfen sind. Also die Nächtlichen, wie sie eigentlich auch genannt werden im Deutschen. So, ich habe mir hier natürlich parallel wieder mein Buch aufgemacht. Und gewähre auch hier wieder so kleine Peaks. Ich hoffe, das ist dann als Auszug und Zitat in Ordnung, denn ich will hier nichts wiederherstellen. Das ist immer das, was einen dann irgendwie, naja, Terranion liefert schon wieder die entsprechenden Beschreibungen. Nocturne Meteorin meist als nächtlichen bezeichnet, also wobei Terranion ja sogar, ich sag mal, die noch hochoffizielle, inoffizielle, also das ist jetzt, nehme ich an, die Beschreibung aus dem neuen Buch, was noch nicht veröffentlicht ist. Falls das die alte Beschreibung ist, dann guckt gerne mal in die neue rein, sollte sich bei der Beschreibung irgendwas geändert haben, da weiß man ja nie genau Bescheid. Okay. Körperbehaarung. Hier haben wir sie, klassischer Dunkelelf, ne? Weiße Haare, dunkle Haut, wobei dass es ein Fell ist, das sieht man ja nicht. Schicht aus kurzem dunklem Fell, das den gesamten Körper und das Gesicht bedeckt, und ähnlich gefärbt ist wie beim schwarzen Panther. Dieses Haar wächst nicht auf. Schwarzer Panther ist insofern interessant, da natürlich das Licht sich auf schwarzem dunklen Fell und Pantherfell anders bricht, als wenn es jetzt wirklich tatsächlich Haut wäre. Also es wäre an für sich wäre das mehr glänzend. Ich guck mal, ob ich das irgendwie umgesetzt kriege. Hand, Fußflächen nicht. Also man könnte sich überlegen, ob man eine der beiden Figuren, also Männlein und Weiblein machen wir ja wieder, irgendwie, dass die Innenseite nach einer Hand zu sehen ist, um das eben zu zeigen. Ja, natürlich wächst auch nicht auf den Genitalien. Also ich mach so jemanden mit gespreizten Beinen, damit man das auch sieht. Meist schwarz, kann aber auch Farben von tiefblau bis violett annehmen. Das heißt, ich mache eine der beiden Figuren in schwarz mit einem ganz leichten Blautouch, so wie halt Panther auch. Und einen halt mehr in entweder wirklich tiefblau oder violett. Dunkelgrün mache ich bestimmt nicht und dunkelorange mache ich bestimmt auch nicht. Wie viel ist schwer? Sie haben einen Platz in der Gesellschaft der Nacht gefunden. Sie können als Barkeeper oder in Nachtschichten angetroffen. Das heißt, wir könnten schon mal einen so ein bisschen eben tatsächlich in Richtung Barkeeper vielleicht stellen. Und wir könnten uns natürlich wieder überlegen, hinsichtlich der ethnischen Ausgewogenheit, soweit ich es weiß, kommen Nocturne ja auf der ganzen Welt vor. Das heißt, man könnte eben auch einen bringen, also einen würde ich so ein bisschen von den Körper, Gesichtszügen und so halt ganz normal europäisch, westlich machen und dem anderen halt wirklich dann vielleicht versuchen, tja, ist immer schwierig, wenn man ein schwarzes Fell hat, wie man eine andere Ethnie deutlich machen könnte, aber ich kann mal gucken, ob da vielleicht irgendwas geht. Okay, über große Ohren. Das kriegen wir ja hin. Okay. Wir haben hier erstmal unser letztes Bild von den beiden Dryaden. Wir speichern es unter einem neuen Namen.
Gleich vorangemerkt, ich mache heute nicht bis Mitternacht, weil ich muss morgen außerhalb der Reihe wieder Kinder transportieren und entsprechend ein bisschen früher raus. Also gar nicht mal so viel, bisschen. Aber ich sag mal, einen Nocturn mache ich mindestens und eigentlich ist mein Ziel, dass wir heute beide Nocturne schaffen. Nocturne. Und dann machen wir wieder. Das ist doch schön, dass hier wieder Einigkeit ist. So. Insofern du das hier auf dem Kanal besprichst. Also in der Größe waren die gleich. Ne? Warte mal, Dryaden waren ja kleiner. Wie groß waren Elfen nochmal? Taranion! Wie groß waren Elfen nochmal? Kann natürlich einfach mal das die Elfendatei noch mal aufmachen. Warte. Ortwarf, Troll, elf, 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 elf M, elf W, habe ich irgendwo beide. Dann nehme ich mal den männlichen Elfen. Da ist der weibliche, da ist der männliche. Ach so, nee, ich brauche ihn ja mit 1,90, okay. Same scale. Das hier mal auf. Genau, den haben wir auf 1,90. Okay, dann machen wir das hier auch so. Machen eine neue Ebene auf. Ultimate, ja. Transparenz, also beziehungsweise Deckungskraft stellen wir wieder runter. 14 Punkt. Mein Schreibtisch ist momentan sowas von unordentlich, dass ich echt Angst habe, bei jeder Bewegung irgendwas runterzuschmeißen. Das muss ich morgen ganz dringend machen. So. Also das Männlein. Muss ich noch ein bisschen anders hinstellen. Aber wo das letztlich ist, das kann ich ja mal noch ändern. Ein arg langer geworden der Hals, aber okay.
konzeptioneller Gedanke ist, dass er halt wie, dass er hier ein Barkeeper ist oder jedenfalls einer, der vielleicht in der Bar auch mal gelegentlich arbeitet. Wie gesagt, im Kern wollen die Leute sich ja Shadowrunner aufstellen, deswegen mache ich ihn nicht zu extrem, aber er trägt halt einen Longsleeve, nicht ein Longsleeve, Quatsch, ein Long-T-Shirt, also ein Basketball-Shirt. Da mache ich vielleicht irgendeinen Bandnamen drauf. Vielleicht verpasse ich ihm solche Leuchttattoos, weil die müssten auf schwarzem Fell oder schwarzer Haut eigentlich ganz geil aussehen, weil man dann immer natürlich überlegen muss, ein Tattoo müsste er ja eigentlich dann rasiert haben, und dann lassen wir das. Ach so, ich wollte eine Handfläche offen zeigen. Dann mache ich die Handhaltung hier noch ein bisschen anders. Wo ist denn meine Radiergummi da? Nee, das ist mein Füllwerkzeug. Hi, Julik. Wie üblich die Frage, was mache ich mit der zweiten Hand? Kann es natürlich dein Körper tun, das ist immer die einfachste Lösung. Aber da unter Umständen das Tuch nicht ohne weiteres erkennbar ist, wäre es natürlich gut, wenn du noch irgendwie ein Glas oder eine Flasche oder so in der Hand hätte. Sehr mickrig aus. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jo, hält ein Glas. Schon besser. Am besten haben wir hier die Verkürzung. Dann hält er, warte, kurze Referenz durch die Kaffeetasse. So in etwa könnte das schon hinkommen. Ich arbeite sogar auf der richtigen Ebene. Das Ganze ein Stückchen größer. Okay. Und dick zu groß, das ist das geringste Problem.
Jedenfalls, wenn man nicht Charles heißt. Ah ja. Der Mann wird irgendwann in seinem Leben vielleicht doch noch König werden. Der muss das wegstecken können. So. Genau. Setzen wir auf Multiplizieren. Auf etwas weniger. Führen eine Ebene unten drunter ein. Und machen ihn da pantherartig halt schon ziemlich dunkel. Ich mache mal so vielleicht. Muss ja schon noch dann nachher erkennbar sein. Das Tablet hat so ein bisschen das Problem, dass die Größer-Kleiner-Stellung eben nicht ganz stufenlos ist. Die ist immer so ein bisschen gehakt. Ich hätte es jetzt eigentlich ganz gerne so, dass, genau, dass es halt nur die Größe von seinem Körper insgesamt hat, aber dann macht er immer schon ein, und ich mache wirklich minimale Bewegungen mit meinem Finger hier auf der Touchpad. Ja, macht es nur so. Na gut. Dann machen wir es halt über Ansicht. Vielleicht tue ich ihm ja auch Unrecht, das liegt gar nicht am Tablet, sondern am genau, immer jede zweite Stufe scheint er zu überspringen, aber ist ja egal. Wo ist mein Fehler? Ich habe eine dunkle Farbe. Achso, ich habe das Ohr noch ausgewählt, deshalb. Ja, das Gefühl habe ich auch. Dieser kleinere und größere Fehler beim Anlegen hier jetzt spielen keine so große Rolle, weil kann und wird alles noch in Nahansicht geändert werden. Ist ein bisschen arg dunkel. Ich muss ja noch erkennen können, was ich mache. So. Dann kriegt er auch ganz klischeehaft dieses helle Haar. Ich mache es nicht wirklich weiß.
Aber da ist aber wirklich einiges zu viel geworden, muss ich. Also ist zu viel mit ausgewählt und angemarkert worden. Scheint noch ein bisschen früh zu sein, ich nehme trotzdem schon mal die beiden Ebenen zusammen. War irgendwas am Gesicht von den Nächtlichen noch unbehaart? Also Lippen offensichtlich an, von daher müssten die eigentlich relativ stark rausstechen. Er bedeckt das Gesicht, okay.
Ja, also wirklich bei der Größe der Darstellung ist Fell beim besten Willen nicht erkennbar. Also wenn es ein kurzes Fell ist. Wenn ich jetzt einen Panther malen würde, würde ich da auch nicht einzelne Haare drüber geben. Ich habe ja eine gewisse Struktur durch den Pinsel und mehr ist da auch nicht zu wollen, ehrlich gesagt. Ich könnte überlegen, ihm halt noch, ich sag mal, so eine Art Pinselohr zu geben, also sprich ein paar Haare an den Spitzen der Ohren, um das halt noch ein bisschen zu zeigen. Und dann halt einen etwas stärkeren Widerglanz, also hier an den Wangen beispielsweise. Du hast jetzt, also an den Wangen hast du jetzt eigentlich mehr Glanz, als bei einer normalen Haut da sein dürfte. Nee, ich male nicht jedes Haar einzeln. Ja, man kann an einzelnen Stellen irgendwo mal so ein bisschen da, wo sich das Fell vielleicht auch, ich will nicht sagen sträubt, aber so Schultern, Hals, das bietet sich dafür schon an. Aber wirklich eben nur mini, 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 weil das ist echt. Das sind nur wenige Pixel im Prinzip, aber die können vielleicht auch auf größere Entfernung noch so wahrgenommen werden, dass hier irgendwas komisch ist. Also, das ist halt, er ist halt ein bisschen, ich will nicht, dass er unschärfer wird als andere.
Ups.
Ja, das sind Fragen, die Shadowrun wirklich dringend braucht. Ich finde das immer gut, weil es sind tatsächlich halt Überlegungen. Ne? Also, klar. Bräuchte man natürlich jetzt jemanden, der privat einen Panther besitzt, um dass er dann unsere Primärquelle ist. Diese Glanzsichte mache ich jetzt ein bisschen zu stark, weil ich die gleich wieder ein bisschen verwischen will. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Mittelmaß. So, mehr, wenn ich das jetzt noch ein bisschen mit Ölpinsel verblende. Huch, ist er uns verrutscht. So, einmal gerade überlegen, was ich ihm für ein Shirt gebe. Da werfe ich mal einen kurzen Blick in meine umfassende Logo-Datenbank, ob ich da irgendwas finde. Könnte ich vielleicht sogar den Laden nehmen, in dem, wie heißt sie denn nochmal? In dem das, was immer Katrin spielt, arbeitet. Fizz könnte man natürlich einfach nehmen. Das wäre die harmloseste Variante. Jupp. Oh, oder wieder mal die Großbrauerei. Großbrauerei wäre natürlich Pflicht. Aus ungehemmtem Patriotismus. Oder Soybucks. Mit Soybucks können natürlich die Fans ein bisschen mehr anfangen. Soybucks hat ja auch nachts auf. Dann passt aber der Drink nicht mehr. Dann müsste ich ihm so einen Pappbecher geben.
Könnten wir natürlich auch machen. Aber wo ist denn nochmal das Bar-Logo? Teutonen alt. Kristall Cola ist auch eine Idee. New Kid Burgers. Das Logo vom Section könnte man nehmen. Section. Da habe ich das Logo von Bostons bester Bar oder wie immer der Spruch war, hier gar nicht drin. Das wundert mich aber sehr. Kann natürlich schlecht danach suchen, wenn man nicht weiß, wie sie heißt. Dann nehmen wir hier müsste es eigentlich sein, in dem Bereich. Res 0. Da, Sekus, Bostons Feines Music Bar. Wird man natürlich nicht lesen können, aber... Da bin ich ja froh, dass ausnahmsweise es nicht an mir liegt, dass du mich nicht hörst. Brauchen wir im Prinzip auch gar nicht großartig. Hi Scarabeus. Großartig. Oh Gott, ja, das können wir gar nicht vergröbern. Sonst sieht man nämlich gar nichts mehr. So machen wir das. Die Ebene rastern wir. Und wir multiplizieren negativ. Machen die Intensität ein bisschen runter. Es ist ja ein T-Shirt und soll auch nicht unbedingt ein Leuchte-T-Shirt sein. Und statt es einfach jetzt schwarz zu machen, wir wissen über das Sekus, ja, dass es immerhin im Allgemeinen so diesen Farbton hat. Also machen wir das so. Achso, mit 12 Funktionen kann ich jetzt ja gar nicht arbeiten, weil ich ja in meinem jugendlichen Leichtsinn die Ebenen schon zusammengefügt habe. Na gut, okay. Aber das macht ja fast gar nichts. Machen wir das halt so.
So, das IQs machen wir jetzt noch ein bisschen weniger bright. Wie gesagt, es ist ja, soll erkennbar sein als Aufdruck auf dem T-Shirt und nicht als, als Leuchtreklame wandelnderweise. Falsche Ebene. Dann fügen wir es auch gleich zusammen, bevor wir hier noch. Hoch, kann ich nie machen. Einen Moment, es klingelt. Jo. Was los? Nee, habe ich noch nicht. Ja, das weiß ich, das hast du mir schon erzählt. Ja. Ja. Ach, cool.
nachdem wir ja extra gesagt haben, sie sollen zu mir geschickt werden. Ja. Ja. Ja, klar. Auf die Woche kommt es echt nicht an. Also da sind wir entspannt. Naja, ich bin immer Dienstags, Mittwochs und Donnerstags ab 20 Uhr am Screen. Mittwochs immer am Art-Screen. Das heißt, da bin ich eigentlich gerade dabei. Da habe ich das Mikrofon gemutet und bin aus der Kamera rausgegangen und ja, die Community besteht, weil da ja sicher ein sehr spezielles, nee, ach Quatsch, 10. Momentan sind es, glaube ich, 5. Naja, aber da ist immerhin der Auftraggeber dabei, dessen Bilder ich jetzt quasi live bearbeite, sodass er mir direkt Feedback geben kann. Das ist auch also ein ganz Verrückter, der halt was programmiert für das Shadowrun-Spiel und das eben auch quasi in seiner, nicht nur quasi in seiner Freizeit. Und ja, das ist immer mittwochs ganz, ganz gemütlich. Genau. Ja. Für dich noch eine Anmerkung, und zwar, nein, 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 es ist nichts Wildes, aber an dem Wochenende, also an dem nächsten Wochenende, nicht dieses, sondern nächstes, wo wir uns ja eigentlich dann auch in Kato treffen, und das machen wir auch, und dann auch später mit Theo und Sonja dann chinesisch Hapa-Hapa machen, da ist Papa-Wochenende bei den Kindern, das heißt, die hätte ich dann dabei, aber das stört uns ja nicht. Vielleicht freut es dich ja sogar, wäre ja denkbar. Ansonsten, wenn man noch ein ganz. Was war der ursprüngliche Plan? War, dass ich Freitag komme. Ja, komme ich mit den Kindern am Freitag Nachmittag. Die machen ihr Zeug, wir machen das unsere. Wir machen auch gerne was mit den Kindern, je nachdem, wie wir Bock haben. Ja, die sind ja mit sich selber genug beschäftigt. Am Samstag düst du dann ab, um die Friedhofsbesichtigung zu machen, und dann komme ich mit den Kindern zum chinesisch Essen. Genau, und dann fahre ich von da aus nach Hause mit den Kindern. Dann haben wir noch eine Übernachtung entsprechend hier. Und wenn wir dann. Ja, das können wir noch besprechen. Also kann ich vor allem mit den Kindern besprechen. Und wenn wir dann noch einen. Also sollte es so sein, dass die Kinder uns am Freitag so in Anspruch genommen haben, dass wir im Prinzip gar keine Gelegenheit hatten, miteinander zu reden. Ich bin ja mein eigener Herr. Dann kann ich ja jederzeit auch noch am Samstag, am Sonntagabend, wenn ich sie zu Hause abgeworfen habe, oder am Montag oder am Dienstag nochmal rauskommen. Dann kann ich das ja machen. Dann bringe ich die abends nach Hause. Oder wir sind schon hier, weil wir ja am Samstagabend hier geblieben sind, und dann komme ich am Sonntagabend nochmal raus. Es ist warm. Es ist warm. Nee, war jetzt auch Wasser ist wieder heiß und alles. Ich habe alles gecheckt. Ich bin ja den ganzen Montag noch da geblieben, um zu gucken, ob auch wirklich alles okay ist. Und habe dann auch die Heizkörper wieder ein Stückchen runtergedreht, damit es halt jetzt nicht, ich habe ja durch erstmal richtig bollern lassen, damit das Haus wieder eine Grundtemperatur erreicht. Und insofern ich keinen Heizkörper vergessen habe, müsste es bei Ankunft angenehm, aber nicht zu viel. Ja, habe ich garantiert vergessen. Der Ölpumpenmann hat sich noch nicht gemeldet. Nee, wir haben keinen Date, weil er sagte, er hat selber jetzt gar keine Ahnung, wie lange es dauert, die Ölpumpe zu liefern oder wie die Termine in der Firma aussehen.
Er denkt aber, dass innerhalb von einer Woche, also jetzt quasi diese Woche irgendwann, die neue Ölpumpe kommen müsste. Und dann macht er einen Termin mit mir oder halt mit dir, je nachdem. Ich habe ihm gesagt, dass du ab Mittwoch nächste Woche da bist. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn der Termin nach Mittwoch sein sollte, dann braucht er sich mit mir nicht abzustimmen. Dann muss er sich an dich wenden und dann kann er, ja, so. Das ist der Stand der Dinge. Wunderbar, sehr schön. Ich freue mich auf dich und die Mädchen freuen sich übrigens auch schon sehr auf dich. Klar. Klar. Jo, wir können. Nee, Quatsch, wir versorgen uns irgendwie mit dem üblichen, ich werde gebratene Spätzle machen, also sprich schon diese Frischspätzle, die es im Supermarkt gibt, die haue ich in die Pfanne mit einem Ei und Butter, das lieben die Kinder. Und nee, mag ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich werde schon was, das soll nicht deine Sorge sein. Genau, wir können. Hindert uns ja auch keiner daran, am Freitag mit den Kindern zur Flipperhalle zu fahren und vorher beim Jugoslawen essen zu gehen. Nee, da waren wir nicht. Ich glaube, die Kinder waren in ihrem ganzen Leben noch nie beim Jugoslawen. Gibt ja auch keinen. Nur nimmt man sie dann in der Matschplatte. Dann essen sie dabei mit. Okay, aber das können wir uns ja noch überlegen. Ich denke mal, wir werden uns, die Kinder haben nach einer Woche Schule auch ehrlich gesagt die Schnauze voll und haben nicht sehr, im Allgemeinen nicht sehr viel Interesse, am Wochenende noch intensiv neue Erfahrungen zu machen. Wie wir damals ja auch. Wir sind ja auch nicht alle, hurra, wir gehen jetzt mit Papa auf Burgen wandern. Wir waren ja eher so, lass uns doch bitte in Ruhe. Ach klar. Jo, bis denn. Ich freue mich auch sehr auf dich. Ciao, ciao. So, hallo, hallo, Radio Eriwan, bin ich wieder zu hören? Ich krieg Durst, so, was meint ihr, Pose für nächste nächtliche? Gucke ich mir dann an, wenn es soweit ist. Erkennen kann, sich eher eignen, um Metatypen vorzustellen. Ja, da hat er tat recht. Jetzt muss ich doch mal gucken, von was ihr hier redet. Ja, nee, im Allgemeinen, also könnte man machen, müsste man aber eine tiefere Perspektive nehmen, damit die Füße halt, also es ist halt eher, weil wir wollen ja auch sehen, wie groß die sind. Das kann man natürlich im Hocken ohnehin nicht erkennen. Wir haben aber auch eine andere Figur gehockt von den Haruman, das geht schon, aber dann müsste trotzdem die Perspektive so sein, dass man die Füße relativ flach sieht. Seitstangenbreit, was befällt ist, wäre was etwas gut, wo man sehen kann, was befällt ist und was nicht. Vom Essen reden, ich habe eh schon. Ich dachte eigentlich, ich hätte mein Mikrofon ausgeschaltet. Ja, naja, gut. Ich habe ja über nichts Geheimes gesprochen. Insofern ist das ja okay. Dann brauche ich euch ja auch nicht zu sagen, worum es ging und warum das jetzt ein bisschen länger gedauert. Das war mein Bruder in Köln lebend, nächste Woche in Berlin für ein paar Tage oder fast 14 Tage oder sogar voll 14 Tage. Und darum ging es halt. Muss man ein paar Sachen besprechen.
Ich wundert jetzt nur, warum das Mikrofon nicht ausgeschaltet wurde. Ich dachte nämlich eigentlich, ich hätte das Programm zwischendurch mal gerafft. Wo ist es denn überhaupt? Hallo? Hallo Lightstream, da bist du. Eigentlich habe ich hier drauf geklickt und dann müsste es jetzt auch weg sein. Okay, ist ja auch egal. So, eben habe ich das schön sauber freigestellt. Ich mache jetzt hier wieder so einen Strich mit dem Brush-Tool, damit es halt ein bisschen, ja, auch auf kleinen Displays man sieht, dass es halt eine etwas unruhigere Kontur ist. Gut. Genau, bei der Hand habe ich natürlich was falsch gemacht. Denn, wie wir ja besprochen haben oder gesehen haben, eben nicht gesehen haben, sondern besprochen haben, ist die Handinnenseite nicht behaart. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen, aber so muss es jetzt halt sein. Hier machen wir erstmal die Schatten, da kommt das Tuch hin. Das wird jetzt gleich auch noch ein bisschen heller. Ich sag mal so etwa ab hier und hier so auch die Hälfte des Fingers. Sieht man hier noch irgendwie Innenseite? Ja, hier könnte man noch so ein bisschen vom Daumen die Innenseite. Mehr ist hier jetzt allerdings nicht. Mir läuft gerade in meinem Music Stream, ich habe momentan den alle AAS Mixtapes an. Da läuft gerade so, schaut schon zum dritten Mal, so eine total relaxte Meditationsmusik, von der ich mir gar nicht bewusst bin, wann ich die jemals überhaupt eingestellt habe. Aber scheint es gegeben zu haben. Auch das ein Detail, ne? Wenn die Haut unter den Fingernägeln nicht bewachsen ist, dann haben die Fingernägel eigentlich eine ganz normale Farbe. Das heißt, sie haben eigentlich die, ja in dem Fall, weil wir ja gesagt hatten, Mitteleuropäer, die mitteleuropäische Hautfarbe mit einem leicht rötlicheren Stich, aber wirklich nur leicht. Ich nehme zwar an, also wenn ich ein Nächtlicher wäre, dann würde ich mir ehrlich gesagt die Fingernägel schwarz lackieren. Aber es soll ja erkennbar sein, wie sie im Normalzustand aussehen. Und auch wenn wir hier wiederum von winzigen Pixeln sprechen, die man im Genesis-Charakter-Editor, wenn man auch mobil verwendet, definitiv nicht sehen wird.
Genau, bei der kann man es ja dann klar machen. Niemals nie in das Mädchen hinter der Theke. Niemals nie in das Mädchen hinter der Bar. So. Die sechste Welt mag inzwischen viele Jahre in der Zukunft liegen, aber es gibt mit Sicherheit immer noch weiße Küchentücher mit rotem Karo-Muster, also mit solchen.
ja, ein bisschen exotischere Farben.
Außer aufs Riff. So, übliche Frage, seht ihr was, was ich nicht sehe? Tiefsitzender Hut kann es diesmal ja nicht sein, aber vielleicht irgendwas anderes. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen und schnapp mir auch ein Würstchen, weil ich habe auch ein bisschen Hunger.
Und dann lese ich gleich eure vernichtenden Kommentare und dann geht's mit dem Mädchen weiter. Ja, stimmt. Okay. Linker Arm ist ein bisschen zu schmal, ein Müh. Also, speziell nicht, aber im Vergleich zum rechten Arm. So. Noch so ein Ganzlicht draufsetzen. Ja, es gibt hier auch tatsächlich einen Arm. Also einen Unterarm. Okay, Skizzenebene für die weibliche Nächtliche. Die muss, weil er jetzt ja so ein relaxter. Ich überlege, ob man die Handfläche noch heller macht, dass man das besser sieht, weil das ist ja, wie gesagt, eine sehr kleine Illustration. Ich glaube, ich mache das. Das sieht man. Das säuft zu sehr ab. In der Nahansicht sieht das alles okay aus. Und das ist dann auch deutlich weicher, weil hier ja eben kein Fell drauf ist. Das heißt, hier gehe ich mit dem Weichzeichnungstool noch drüber. Mm-hmm.
Die Hand ist ein bisschen stark gedreht, aber wenn wir wirklich die Handfläche zeigen wollen, dann geht es halt eigentlich kaum anders. So, jetzt mal wieder den hier und auch wieder schwächer. Wurst 2. Wenn ich Wurst 2 esse, überlege ich mal, was für eine Position, also Pose und auch was es für ein Charakter ist. Worum es in dem Telefonat vorhin übrigens auch ging, ist die Flipperhalle Berlin. Da war ich nämlich mit meinen Kindern. Und für alle, die im Raum Berlin wohnen, ist das nur herzlichst zu empfehlen, da hinzugehen. Hat immer Freitag, Samstag, Sonntag offen, ist nicht gewinnorientiert. Das ist einfach eine, ja, im Prinzip eine Lagerhalle, die vollgestellt ist mit Flippern, ein paar alten Arcade-Automaten, also Dick Duck, Pac-Man und so weiter. Es gibt einen Tisch, wo man Pac-Man zu viert gegeneinander spielen kann. Und dieses dreidimensionale Pong, also wo wirklich ein physischer Würfel mit physischen Klötzchen hin und her geschossen wird, gesteuert von unten eben mit Magneten und so. Und das ist gerade, wenn man Flipper-Anfänger ist, ist das eigentlich die perfekte Möglichkeit, Flippern zu lernen, weil man zahlt 10 Euro Eintritt und kann dann wirklich so viel flippern, wie man möchte. Man kauft sich, also man meldet sich jetzt zu Corona-Zeiten halt für bestimmte Zeitslots ein, kann dann 4 Stunden lang spielen, aber wirklich alles, was man will. Die ganzen Geräte selber sind halt ohne Geld, da drückt man einfach auf den Knopf, um halt Spiele zu aktivieren. Dazu kann man sich aus einem Kühlschrank mit allerlei Getränken selber bedienen und es gibt einen Tisch, auf dem halt verschiedene Knabbersachen, Chips und Schokolade und so weiter liegen. Und Abrechnung ist alles nach Vertrauen. Das heißt, wenn man nachher geht, dann schmeißt man einfach in eine Box rein, so ungefähr halt 1 Euro pro Getränk hätten sie gerne. Aber man kann halt reinschmeißen, was man mag. Und die meisten schmeißen halt eher zu viel rein, also zu viel mehr rein, einfach um den Laden zu unterstützen, weil das ist einfach so. Das ist im Prinzip, als ob man in einem Teil vom alternativen Berlin wäre. Also nach allen Regeln der regulären Konzern- und Wirtschaftsdenke ist das Ding komplett unmöglich. Und der Betreiber und ein paar von seinen Kumpels, die halt dort auch als fliegende Elektriker beiseite stehen, wenn bei einem Flipper was kaputt sein soll, die sitzen halt auf einer kleinen Tribüne rund um den Tisch und machen halt ihren Kram, lassen halt Leute rein und raus und so weiter, erklären, wie die Regeln dort sind. Und alle anderen haben da einfach Spaß. Da sind Kinder, teilweise mit Erwachsenenbegleitung, teilweise auch ohne. Da sind Paare, da sind Banden junger und vor allem natürlich älterer Männer. Also es ist super, super schön. Es ist laut natürlich, klar. Da sind, ich sag mal, 20 Flipper, ja, müsste hinkommen, 20 Flipper, die halt nonstop in Betrieb sind, plus die Arcade-Automaten, plus natürlich Musik über Lautsprecher, aber die sind eher zurückgefahren. Alles einfach super. Und in der Nähe davon ist halt ein ganz alter, klassischer Jugoslawe. So wie es ihn heute halt nicht mehr gibt, teilweise halt bedingt durch den Jugoslawienkrieg. Gäbe ja heute eher serbische Restaurants und kroatische Restaurants. Aber das Ding ist noch genau in der Deko wie 80er, 90er Jahre mit diesen riesigen fetten Dalmatia-Platten mit brennender Zwiebel und die komplett, in Berlin zumindest, komplett verschwunden sind. Es gab mal früher hier in jedem Kiez so ein Ding. Ja, wir hatten auch einen Flipper zu Hause. Aces and Kings. Aces and Queens? Kings and Queens? Ich glaube, Aces and Kings hieß der. Noch mit richtig einer Score-Anzeige, die mechanisch rumflippte und so. So. Geilster Flipper? Oder? Ja doch, ist eigentlich schon mein Lieblingsflipper, ist der Orbiter.
Das ist ein, das, wer sich den kann sich nur jemand im vollen Drogenrausch ausgedacht haben. Warte, so viel Zeit muss sein. Ja, drauf geschissen. Ich habe keine Ahnung, ob der Ton zu hören ist. Ist auch nicht so wichtig. Der Orbiter, ihr seht anhand der Nummern, dass es also nicht das allerneueste Modell ist. Also es gibt kein Playfeld oben, wo man Raumschiffe abschießt. Das hier ist tatsächlich, der Boden ist eine gewellte, durchsichtige Plexiglasfläche, also so eine, also Acrylglas oder was auch immer, jedenfalls. Der Ball scheint halt über den Boden zu schweben. Diese Dinger hier, also diese Teile, sind starke Magneten. Unten drunter sind starke Magneten, die bei diesem Flipper sogar dafür sorgen, dass der Ball manchmal eben unten durchgeht, aber dann eben nochmal seitlich raus und nach oben geschleudert wird. Spielt sich völlig abgefahren. Man ist am Anfang hochgradig verwirrt, aber je mehr man ihn spielt, desto mehr erkennt man halt auch die Spielweise, die das Ding erfordert, welche Targets in welcher Folge. Ihr seht, wie die Kugel dort langflitzt. Das hat wenig mit realer Physik zu tun. Ihr seht, wie das Ding um das Teil herumkreist. Das ist so geil. Spielt sich so, so cool. So, und Claudia kenne ich übrigens. Also ich nehme an, dass es dieselbe Claudia ist und dass diese Aufnahme vom Orbiter im Flipper-Museum in Neuwied gemacht wurde, wo das Ding nämlich steht oder wo eins der Dinger steht. Und Claudia ist einfach die Flipper-Göttin Deutschlands. So, sage ich jetzt einfach mal so. Sowohl was Spielen angeht, als eben vor allem Fachwissen über Flipper. Mit der haben mein Bruder und ich, wenn wir in der langen Flippernacht in Neuwied sind, einmal im Jahr, vor Corona, irgendwann kommt es ja hoffentlich wieder, viele Gespräche geführt und auch das ein oder andere Bier in benachbarten Kneipen getrunken. Was mir gerade noch auffällt, ist hier unser Elf ist ein bisschen zu klein. Weil seine Haare erreichen die 1,90. Der Kopf selber noch nicht. Also müsste er etwas so groß sein. So, jetzt aber zur Zeichnung der ja, Profi-Runnerin. Vielleicht mal nach oben verschieben, habe wieder mal zu tief angefangen. Oh ja, es ist eine wirkliche Sammlung von allen Songs, die ich mal jemals auf einer Playlist habe. Gerade Bibi und Tina. Der Kackmann-Song.
Proportionen sind ein bisschen falsch. Komme ich aber noch zu. Kopf muss höher. Nee. Was für einen Flipper hattet ihr denn zu Hause, wenn du das noch weißt? Was für eine Frage. Wer einen Flipper zu Hause hatte, weißt auch, wie er heißt. Außer wenn er Aces and Kings heißt. Oder Aces and Queens. Oder Kings and Queens. Was Banales. Was Banales gibt es bei Flipper nicht. Flipper sind Kult. Sogar die Beschissenen. Oder die generisch zwischendurch rausgehauenen. Klar, es kann nicht jeder Flipper ein Black Knight sein.
Jungle, der sagt mir jetzt nichts. Welchen Flipper ich ja auch sehr, sehr gerne mag, ist Banzai Run. Da hast du also du spielst am Anfang ganz normal auf der Flipperfläche. Es gibt dann aber auch eine Stage, die ist in der vorderen, also in der senkrechten Displayfläche. Da wirst du erst, wird die Kugel erst mit einem Aufzug hochgefahren und dann fällt die halt runter und du musst versuchen, sie so lange wie möglich da oben halt drin zu halten. Was sehr herausfordernd ist, weil wie gesagt, es ist, die fällt halt wirklich platt. Du bist vor Jahren von ihr weggezogen. Es ist so viel passiert. Ich lieb ein Junge. Hab Songs in der Nacht. Mädchen kommt manchmal ins Zimmer und sagt, Papa, was machst du für einen Krach? So, einmal. Bla 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 bla. Violett oder Deep Purple. Meinst du eher bläulich oder eher violett? Violett hätte dann eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Shirt. Aber das muss ja auch nicht schlecht aussehen. Gucken wir mal. Wir nehmen mal das hier als Ausgangsbasis. Ziehen es aber mehr ins Bläuliche. Machen es ein bisschen heller und ein bisschen weniger bunt. Machen dann damit wieder unser berühmtes Blocking. Jo.
So. Jetzt. Was nehmen wir denn für eine generelle Farbgebung? Also hier unten drunter hat sie mal auf jeden Fall. Achso, ich muss von hinten nach vorne gehen. Bestimmt was vergessen. Nee, gar nicht. Irgendwo hier oben habe ich eine Lücke. Klar. Ist halt umgekehrt. Mir nur egal.
Nee. Storm-Rakete. Farbgebung. Ich mag den Blick, den sie hat so oft. Ja, ich auch. Ich sollte öfter Leuten beim Zeichen zuschauen, wenn ich zeige. Das geht dann irgendwie anders zu. Ja, das hat, wie gesagt, es gibt ja hier dieses, ich glaube von Fantagraphie. Ah, nee, Quatsch, das ist von Mairi. Mairis meditatives Mal. Da ist sie zwar meistens dabei, Figuren zu bemalen, aber das hat auch was sehr tiefenentspannendes. Also ich gucke das gerne auch, während ich hier am vor mich hinwerkeln bin.
Ups. Ja, es ist ein Doppellauf. Also das wird noch, da wird noch in der Mitte was rausgenommen. Bin zwar auch schon mental am Durchgehen, welche Waffenmodelle in der Größe existieren und welche ich fertig habe, die ich stattdessen einfügen kann.
Ich muss mal irgendwann meine ganzen Waffen-Illus für Shadowrun besser organisieren, weil momentan habe ich immer nur die Möglichkeit, nach denen zu suchen, wenn ich den Namen weiß. Und selbst das nützt nicht unbedingt was, weil manchmal diese Dateien, also da wurden die Waffen illustriert, bevor die Namen feststanden. Das heißt, dann heißt die Waffe halt nur fettes Sturmgewehr oder schwere Pistole. Das hätte was. So, damit das hier. Das Problem ist, die meisten von den Sturmgewehren und so, die haben eine zu große Lauflänge. Ich müsste also im Prinzip irgendwas mit einem kurzen Lauf finden. Hat das Sinn, das zu suchen? Überleg, Andreas. Nee, eigentlich nicht. Thank you.
So, da ist mein Hörer passiert. Vielleicht habe ich ja die HK227 illustriert. Oder ich suche einfach, ja, HK ist wieder zu kurz, um danach zu suchen. Scheiße. SMG. Glück. Ja.
Ja, die hätte zumindest einen kurzen Lauf. Warte mal, das ist ein Bullpup. Das könnte man sogar reinkriegen. Kriegt sie vielleicht den Prätor. Bin mir etwas unsicher, ob ich schon bei einem anderen der Bilder eine Prätor drin hatte, aber wenn, dann wäre es auch nicht so schlimm. Sichtbare auf einer Ebene, jawohl. Alles auswählen. Kopieren. Dann können wir zwischendurch uns auch mal speichern. Fällt mir mal gerade so zwischendurch auf. Dann speichern wir auch gleich noch unter neuem Namen. So. Gemessen am Menschen würde ich sagen, kommt die Größe so in etwa hin. Wo ist die Hand? Da ist die Hand. Die will man natürlich anders halten wiederum, weil es ja eine Bullpup ist. Also wenn sie den Finger am Abzug hätte, dann würde sie die Bullpup so in der Hand halten. Und die ist die vordere Hand halt da vorne drum. Wobei, die müsste kleiner sein. Warte. Weil von der Feuerhand, ich meine, das Ding hier soll ja in der, im Ellbogen. Das Schockpolster sollte Kontakt Die ungleich elegantere Methode wäre natürlich, wenn, genau, wenn die linke Hand, also die weiter entfernte Hand, die liegt am Trigger und diese hintere Hand würde dann hier festhalten. Alles nicht so einfach. Da hält sie mit der Hand fest und da vorne mit der anderen. Und dann verändere ich die Lage noch mal ein bisschen, dass er die ein bisschen höher hält, sonst. Obwohl, nö, ist eigentlich okay. So. Stimmt, Schockpolster an der Schulter. Wenn ich sie absetze, ich habe sie, Moment, ich feuere so, habe sie dann hier. Wenn ich sie absetze, dann habe ich den Arm außen ums Schockpolster rum. Hi, Lilian. Ich mach's mal so. Es müsste, optisch müsste das so einigermaßen hinkommen. Setze sie noch ein Stückchen höher.
Sie hier hinten dupliziere ich mir mal von der Ebene, weil ich muss jetzt mal ein bisschen experimentieren. Es kann immer noch sein, dass ich den ganzen Versuch, diesen Kladderadatschi zu machen, doch wieder verwerfe. So, warte. Und dann ist das Bein hier ein bisschen ausgestellt. So. Naja, weiß ich. Die Hand ist ja eh noch nicht sauber ausgeführt. Kopieren. Und an Originalposition einfügen. Und die muss ich jetzt doch größer machen. Sie natürlich auch noch ein bisschen kippen. Genau, dann kann ich die hier ansetzen. Ja. Das Witzige ist ja, die Waffe basiert ja im Prinzip auf einem real existierenden Waffendesign. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Wie hieß die denn nochmal? Bei uns heißt, bei Shadowrun heißt sie Praetor und in echt heißt sie. Nee. Die auf dem Foto, die er geschickt hat, das ist die Steieraug. Aber das hier, das Bild, also diese Waffe, die sie in der Hand hält, das ist nicht die Steieraug. Das ist wieder so eine Frage, die mich in den Wahnsinn treiben kann. Ich glaube, die gab es mal. Im Prinzip müsste ich mal gucken. Call of Duty Waffen.
Ich meine, dass es die bei Call of Duty gegeben hätte. Ich weiß leider nicht, in welcher Iteration des Spiels. Ich könnte nicht mal sagen, ob es eine Maschinenpistole oder also ein SMG. Westin? Kommt mir nicht bekannt vor, aber ich guck mal. Oder soll das ein Mistding sein? Dann kann ich natürlich danach lange suchen. Nee, das lässt mich jetzt wieder nicht um. Es ist so, wie wenn man den Namen von einem Schauspieler vergessen hat. Da kann ich dann auch tagelang drüber nachdenken. Hieß die bloß? Dann nehmen wir mal an, dass es. Ist das, ich guck mal. Nehmen wir mal an, dass es ein Bullpup Assault ist. Kann auch natürlich immer noch ein SMG sein. Aber ich weiß es gerade nicht. Da ist er. Ich habe es, ich habe es. Ich bin der Allerbesteste. Wie heißt das Ding? Also ich kann es aber zeigen, dieses Ding hier ist das. Also ohne Granatwerfer und mit verkürztem Lauf. Hier ist es nicht ganz. Es hatte noch irgendeine andere Bezeichnung. P90, das kann sehr gut sein. P90 klingt mir gerade sehr, sehr vertraut. Ja, P90, FNP90, jawohl. Genau, jetzt brauche ich bloß noch eine, das Ding hält. In der ähnlichen Pose, wie Alirion gerade geschickt hat. Dann bin ich im Prinzip schon glücklich, weil dann weiß ich, wo welche Hand hinkommt. Genau, die P90 ist das. Jetzt mal bitte irgendeine, das Ding nicht einfach nur in die Kamera hält, sondern auch normal. Einerseits haben wir schon mal das hier. Ja, dann natürlich nur eine Hand dran. Aber muss er ja nicht. Sie muss ja nicht beide Hände da dran haben. Das behauptet ja gar keiner. Na, hier ist das Bild schon mal nicht zu finden. Genau, man greift einfach da. Bleibt schwierig.
Ist aber sehr klein. Oder sieht zumindest so wieder das Haus. Das sieht aus, als ob das eine MP wäre. Was es nicht ist. Ja. Das ist schon richtig. In der Zeit, die ich mit solchen Recherchen verbringe und das dann alles nachher richtig mache, hätte ich die No-Name-Waffe easy begradigen können. Und das weiß ich auch. Aber ein Teil von dem Spaß ist ja eben auch, so in die Details einzusteigen. Was ich heute und gestern an Recherche für diese neu geschriebenen Waffen, die ich zu tun hatte, reingesteckt habe. Mit eben dann nochmal, also auch dann immer nochmal tiefer und nochmal tiefer, dann dem Versuch, ich hatte die eine Waffe, die sollte dann, also war nicht Vorgabe, aber hatte gedacht, na, die könnte ja gut von Walter hergestellt werden, also von Karl Walter AG. Und dann habe ich gesehen, wie halt die anderen Karl Walter Waffen und gerade die Gewehre heißen. Dann habe ich überlegt, was könnte denn die Namenskonvention sein? Was könnte denn, also bei WA 3000, da nehme ich mal WA ist Walter, aber es gibt ja auch noch die WN oder so. Also was könnte das denn für eine Sache sein, um das nachzuvollziehen? Dann bin ich nochmal komplett in die Diskussion eingestiegen, weil ich halt gesehen habe, dass bei den Umsetzungen der Werte von der Altmaier SP, reguläre Altmaier SP, die habe ich selber in Shadowrun 6 Werte umgesetzt für den Berlin-Band. Es taucht aber auch ein Typ auf, der die SPX2 hat, der taucht im Netzgewitter auf. Da hat dann plötzlich die SP ein internes Magazin. Dann musste ich erstmal nochmal recherchieren, was ist denn eigentlich der Unterschied? Das erklärt einem das Grundregelwerk nämlich nicht so wahnsinnig gut. Damit bin ich dann in die komplette Diskussion über die Fehlverwendung von Begriffen bei Shadowrun gekommen, von in verschiedenen Foren von US-Waffenkennern, die halt auch Shadowrun spielen und so weiter und so fort. Also was ich da in sowas reinstecke, aber wie gesagt, mir macht es auch Spaß. Ich möchte es dann auch richtig haben. Es wird bei diesem noch unbenannten Ausrüstungsbuch, wobei ihr könnt euch eigentlich denken, wie es heißt, auch nochmal eine Weiterentwicklung von der Altmaier SPX2 geben als Altmaier SPX4 und die kriegt dann ein frontalladendes Helix-Magazin, also nicht, dass das Magazin da drin geladen wird, sondern dass du halt von vorne so ein Rundmagazin reinmachen kannst und so weiter und so fort. Dito auch eben, wie gesagt, das ganze Thema Drohnenabwehr, weil ich halt eine Waffe zu entwickeln hatte oder mich da freilich für gemeldet hat und es vorgeschlagen hatte, dass wir mal irgendeine Anti-Drohnenwaffe mit reinnehmen. Und das ist ein weites Feld. Ja, wie gesagt, die Praetor ist ja keine P90. Sie ist nur vom Design her ein bisschen daran angelehnt, weil ich das Design auch immer noch cool finde, wenn ich es immer noch merkwürdig finde, dass dieser vordere, gebogene Stock, dieser Griff so plötzlich aufhört. Aber ich finde tatsächlich, doch hier hat einer das Ding in der Hand. Gott sei Dank, dass ich das noch erleben darf. Ach nee, das ist schon wieder ein anderes Modell. Also das ist das, was ich gerade gefunden habe. Ob die User das wirklich zu schätzen wissen, weiß ich im Übrigen nicht. Es ist ja immer so, wenn ich eine Waffe mache, die einen Designfehler hat, weil ich ja kein Waffe-Experte bin, wo also irgendwie was fehlt, was diese Waffe, wenn diese so und so zu laden ist oder bla 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 eigentlich haben müsste, dann meldet sich konsequent immer irgendwer und beschwert sich bei mir. Entweder bei mir direkt
oder halt in irgendeinem Forum und sagt so, die Illustratoren von Shadowrun Waffen haben ja auch gar keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass man dafür gelobt wird, alles richtig gemacht zu haben. Es passiert nicht. Also, nochmal zusammenfassend, da wo momentan die Waffe ist, würde sie niemals festgehalten werden. Weil die Position der einen Hand ist hier beim Trigger und die andere hat hier vorne extra nochmal so einen Griffteil. Folglicherweise müsste die Waffe so sitzen. Das wiederum heißt, sie muss kleiner sein. Denn auch wenn sie nicht genau in der Achselhülle, in der im Ellbogen sitzt, ist sie doch zumindest einigermaßen in der Nähe davon. Ob kürzer oder länger, wäre jetzt die nächste Frage, wenn man die so hält. So. Und da habe ich immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder sie trägt die Waffe quasi senkrecht, was aber, glaube ich, doof aussieht. Oder sie trägt sie leicht abwärts geneigt. Aber dann wahrscheinlich höher. Und dann müsste ich den Arm noch ein bisschen drehen. Was ja okay ist. Ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden. So, machen wir das mal so. Den haben wir den Arm ja eh extra. Da nehme ich dann nur den Unterarm. Lüpp, lüpp, lüpp. Schnibbel die Blüpp. Ja, ja, die kriegt ja, die andere Hand kommt noch dazu. Ich könnte auch. Ich könnte oder müsste ich mache jetzt erstmal das hier kopieren, Originalposition einfügen, drehen. Das wäre dann so etwa die Position. Ich weiß, dass ich jetzt einen doppelten Arm habe, aber das ist ja egal, den kann ich immer noch wegnehmen. So. Und dann mache ich auch nochmal auf einer extra Ebene. Nur als grobes Anzeichnen. Hätte man dann, also würde sie hier, ja, ein bisschen größer. Würde sie hier halt das greifen und hätte dann hier hinter, würde natürlich noch der Arm hochkommen. So. Zwei Läufe und zwei Abzüge. Warte, ich könnte mal selber gucken. Man muss da immer unterscheiden zwischen Illustration und Waffenbeschreibung, weil ganz viele Sachen bei Shadowrun, was mich auch unendlich nervt, ist, da haben, ist bei Fahrzeugen allerdings noch schlimmer, da hat die Illustration mit der eigentlichen Waffe oder dem Ausrüstungsgegenstand nichts zu tun. Da hast du beispielsweise, also wie gesagt, bei Fahrzeugen ist es am schlimmsten, da gibt es verschiedene Fahrzeuge
oder Flugzeuge auch, die haben dann 14 Raketen hier, 15 Raketen links, 15 Raketen rechts, eine Gatling Gun unten drunter und hast nicht gesehen und haben dann laut Beschreibung halt zwei Waffenhalterungen. Aber das Ding hat eigentlich nur einen Abzug, sieht man auch recht deutlich. Ich weiß nicht genau, was dieser kleine Stutzen hier unten drunter ist, ob das irgendwie zu einem Smart-System gehört. Ein Granatwerfer kann es nicht sein, dafür ist das Ding zu kurz. I don't know. Irgendein Ding, Entfernungsmesser, sonst irgendwas wird es sein. Laser, stimmt, Laser könnte sein. Umso mehr, wenn es in der Beschreibung einen Lasermarkierer hat, was ich gerade nicht weiß. Okay. Gut, aber im Grundsatz, wie gesagt, das hier muss noch weggenommen werden, das muss noch umverteilt werden, hier muss noch die Hand dazu. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Pose okay. Sie scheint auch anatomisch korrekt zu sein. Größe der Waffe scheint jetzt auch einigermaßen zu stimmen. Wie gesagt, die Hand male ich sowieso neu, dass sie dann auch genau in die Waffe reinpasst. Die Waffe muss auch noch von den Helligkeits- und vor allem von den Schwarzwerten ein bisschen angeglichen werden. Die ist momentan in den Schwarzwerten zu dunkel, also die sieht einmontiert aus. Stimmt, eine Lampe könnte es auch sein. Ja, wie gesagt, ich muss morgen ein bisschen früher raus, deswegen wollte ich heute nicht bis 24 Uhr machen und ich merke, wie mich jetzt so langsam die Energie verlässt. Und da ich könnte zwar die jetzt noch fertig machen, dann würde das ein Rush-Job werden und dafür ist sie mir zu schade. Dann mache ich lieber in Ruhe beim nächsten Mal sie noch fertig und fange dann mit dem nächsten an. Was immer das nächste ist. Nach den Nocturnen kommen die Wakyambi, die ich mit Sicherheit noch nie gemalt habe. Okay, wie gesagt, mit ihr geht's, genau, und dann kam die Waffe, so ist es halt. Aber wie gesagt, da bin ich dann auch, ich will jetzt gar nicht ehrgeizig nennen oder konsequent nennen, aber wie gesagt, wenn ich sowas sehe, dann will ich es halt auch richtig machen. Und wenn das halt mehr Zeit kostet, als wirtschaftlich Sinn macht, dann ist das halt so. So, schlag dich, Sumi. In dem Sinne, wo habe ich denn überhaupt meinen Livestream? Da. Es war mir eine große Freude, dass ihr heute wieder reingeschaut habt. Morgen ist Rahmenkram. Oder Rahmentalk. Mutmaßlich wird es um den Metaplot, den Stand des Metaplots gehen. Den zweiten Arm brauche ich nicht nächstes Mal, aber ich muss ihn auf einer Seite weglöschen und auf der anderen dann übermalen, weil der ist ja vorm Körper. Das heißt, wenn ich den lösche, dann ist da halt ein Loch im Körper. Das heißt, muss ich eh Körper malen. Aber das mache ich alles das nächste Mal. Ich werde bis zum nächsten Mal nicht vergessen haben, dass Nocturne, also Nächtliche, keine vier Arme haben. Wie gesagt, morgen Rahmentalk, wahrscheinlich zum Stand des Metaplots, weil wird Zeit, dass wir darüber mal reden, auch was es noch für alte Handlungsstränge gibt, welche Metaplots ihr und andere Zuschauer halt mitbekommen habt, eigentlich mit was ihr eigentlich mal selber gespielt habt. Ja, da geht es ja neben dem jetzigen mit Dis und so weiter, geht es ja auch um die Blackouts und KFS und Schockwellen und Dunkelzahnstod und weiß der Geier was. Earthdawn, Shadowrun Crossover. Also es ist ein weites Feld, was man auch in mehreren Sachen beackern kann. Und da werden wir uns beim morgigen Talk so ein bisschen antasten. Und dann geht es nächste Woche wieder weiter mit Dienstag. Weitere Vernichtung des Hauses Forrester bei Game of Thrones von Telltale Games. Und nächste Woche Mittwoch machen wir, wie gesagt, mit unserem nächtlichen Schätzchen hier weiter. Schlaft schön, war toll, dass ihr da wart. Ich habe euch alle lieb und träumt was Schönes. Bis denn, ciao, ciao.